Schaden. Gar nicht so wenig. Okay. Interessant. Ja, das ist das Problem. Wir müssen jetzt rein theoretisch echt ein Stück Fleisch essen, damit wir halt wieder regenerieren. Ansonsten wird das nichts. Ja. Weißt du, ich stehe vor dem. Okay, jetzt müssen wir es auf jeden Fall. Echt, das, wie hat er mich da treffen können? Das ist echt so eine Sache. Die Unmöglichkeit, glaube ich. Es sei denn, er hat uns getreten. Dann kann das sehr wahrscheinlich sein, dass er uns getroffen hat. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wieso. So, wir schreiben uns eben die Koordinaten auf. Minus 1204, 63 und minus 1154. So, damit wir nämlich abhauen können und... ja, in das Haus zurückfinden können, falls wir dann weiter weglaufen müssen, um Spinnen zu jagen, weil da hinten ist nämlich die erste. Wir müssen natürlich auch drei Faden ranbringen. Okay, ersten haben wir. Okay, die gehen sogar um das Schild rum, in die Decke. Sehr gut. Aber ich merke, die Skelette sind gar nicht mehr so das Problem. Okay, okay. Du willst es wissen, ne? Sehe auch. Das mit dem Schild kannst du die Pfeile zurückschießen. Das ist cool. Das ist echt cool gemacht worden. Dass man mit dem Schild tatsächlich die Schüsse von denen auch zurück... auswenden zu denen zurück... kicken kann. Oh, ein Schwert. Helf mal. Coolerweise. Den Zombie. Weil. Zombies leichter zu besiegen. Das ist cool, dass sie sich sogar gegenseitig jetzt kaputt schlagen. Da habe ich doch gerade irgendwas aufgegeben, oder? Oh, aufgehoben. Aufgeheben, genau. Okay. Hallo. Hallo, Herr Skelett. Okay. Wir suchen trotzdem Spinnen. Hören Schritte, okay. Das ist echt cool auch mit diesen Untertiteln. Dann kann ich immer genau wissen, was da jetzt gerade in der Nähe ist. Etwas steuer. Okay. Bitte. Ledermaus fliegt los. Ah, alles klar. Das scheint auf jeden Fall. Ist das? Und einfach nur die Wolken, okay. Alles klar. Da wird auf jeden Fall keine Spinne drin sein. Aber hier ist Kohle, das ist schon auch was Tolles. Erfahrung erhalten. Okay, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass alles steht, aber immerhin. Geht das dann, wenn irgendjemand in der Nähe ist, beziehungsweise ein Gegner, das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache. Und es wird wieder hell, okay. Heißt, Spinnen sind auch da, das ist halt das Gute, aber die greifen keinen an, weil sie nicht aggro sind. Das passiert ja erst, wenn man sie angreift oder wenn nachts ist. So viel weiß ich noch. Okay. Ach ja, ich sehe Eisen. Ja, dahin ist Eisen. Lohnt sich das? Ich meine, da ist auch ohne Ende Kohle auf der anderen Seite. Dann hole ich mir zuerst die Kohle. Dann hole ich mir die Kohle zuerst. Kann man da runterspringen? Ja, kann man. Ah, wir hätten Schaufel machen müssen. Alles klar, aber egal. Ledermaus kreischt? Wieso? Wasser fließt. Schön, dass Wasser fließt. Da
du doch mal Zombie gehört. So. Dann klopfen wir mal die Kohle ab. Ich glaube, Lohn tut sich jetzt nicht, wenn ich da jetzt noch rüberklettere. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Faden. Den Faden lassen wir da erstmal drin, damit wir immer sehen können, wie viel wir gerade haben. So. Und wieder Waffe zücken. Okay. Jetzt klappert. Okay, wir haben daneben geschossen. So. Dann weitersuchen. Wo haben wir denn jetzt Spinnen? Unser Ziel ist ja, wie gesagt, noch schnell einen Bogen zu machen und dann vielleicht mal ein paar Hühnchen finden, vielleicht auch einfangen oder mitnehmen. Auf jeden Fall einen Bogen hätte ich jetzt schon gerne. Und schon mal auf jeden Fall andere Prioritäten, die wir damals im ersten Let's Play gehabt hatten, wo ich ja mit dem Kanal hier begonnen hatte. Da hatten wir einen recht hässlich aufgebauten Klotz von Haus. Ich meine, an sich, der Standort war gar nicht so hässlich, aber ansonsten, naja. Aber gut, es waren ja auch noch andere Verhältnisse, andere Versionen und ja, könnte man ja auch zum Beispiel machen, irgendwie andere ältere Versionen nochmal anspielen, zum Beispiel die Version, die ich am besten fand, die Beta 1.8, da war sozusagen der Höhepunkt bei mir wegen Minecraft-Spielen, weil da war es eigentlich am coolsten. Ich weiß gerade gar nicht genau, was da jetzt gerade reinkam, ich meine das Enchanten, oder kam das zum 1.0? Weiß, dass zu 1.0 der Enderdrache drin war, aber mehr weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. Wir können uns mal die Logs echt mal wieder durchlesen. Ja, und da muss wir rennen. Oh, da sind Pferde. Das ist cool. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Okay. Pferde. Okay. Oh, Schwein. Okay. Da sind aber irgendwo noch mehr Schweine. Da habe ich doch gewusst. Hui. Ich muss sagen, das mit dem Kämpfen ist auf jeden Fall besser. Nur finden wir hier gerade echt keine Spinne. Das ist wiederum nicht so geil. Habe auch keine Ahnung, wo Spinnen auch am besten spawnen oder sonst irgendwas. Das habe ich aber auch damals nie gewusst. Auf jeden Fall sind da Kühe, oder? Kühe, Pferde, keine Ahnung, das sind Pferde, okay. Leider haben wir nur die Zeit, dass uns keins zähmen kann. Wir haben keinen Sattel, wir haben gar nichts. Heißt, Pferde bringen uns nichts. Und da sehe ich wieder Schnee. Da könnte ich das kalte Kotzen kriegen. Es hat nichts gebracht. Normalerweise lassen die doch Leder fallen. Könnten eine Lasagne fallen lassen. Aber nee. Gut. Da will keine Spinne antreten. Keine Ahnung wieso. Ich meine, wenn man die gezielt sucht, findet man ja allgemein nicht so. Und das ist ja das Problem. So, da haben wir schon mal auf jeden Fall schon mal Hühner hier. Zack, zack. Oh, die sind sogar echt One-Hit. So. Federn. Ein gezielter Schlag und sie sind weg.
Perfekt. Die lassen einfach echt kein Leder fallen, was? Ach, wie geil. Da lande ich jetzt erstmal in der Mine drin. Ich muss sagen, bei der Map läuft auf jeden Fall. Zum Vergleich zu der Map, die wir damals hatten beim Let's Play, ist sie auf jeden Fall schon mal... Ja, die ist schon mal ordentlich. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, dass die Map irgendwie keine Kohle hat, kein Eisen hat. Keine Ahnung, irgendwie, dass wir da Pech haben. Das kann ich hier auf jeden Fall nicht behaupten. Die Welt ist hier ist echt reich an Ressourcen. Okay, nee, das ist jetzt... Und runter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Yay, wir können bis 10 zählen. So, dann nehmen wir den noch mit. Und ich höre hier auf jeden Fall einen Gegner. Ich hab... Oh nein, das ist nicht so cool. Hier können wir auf jeden Fall nochmal Eisen abnehmen. Die ist halt hoch, dann bringt ihr wirklich gar nichts. Also die kann ich leider nicht auf den Creeper halten. Ah, das war schon mal... Boah, zwei Stück ist ein bisschen hart. Schild, ah doch, ja. Das Schild geht auch irgendwann kaputt. Na gut, hätte ich mir aber auch denken können. Oh, sehr schön, ein Spielchen. Ja, toll. Spielchen kann man hierher kommen. Leute, Creeper, verzieht euch. Ich weiß ganz genau, wenn ich die jetzt angreife. Das sind echt viele Gegner und ich glaube, wir müssen uns nachher sogar echt mal schön machen, wenn wir wieder zurück sind. Wow, nee, das ist nicht sein. So, GG. Da liegt jetzt auf jeden Fall was, was wir brauchen. Dann regenerieren wir kurz und dann gibt's Haue. Schon mal gut. Perfekt. Okay, haben wir Faden bekommen? Ne, wir haben keinen Faden bekommen. Das ist jetzt schade. Naja, ich höre aber schon wieder eine andere Spinne. Und da wir hier unten in einer Mine sind, kann das sehr gut sein, dass wir hier auf jeden Fall dem Öfteren auf Spinnen treffen, wie die hier. Perfekt, das waren drei Stück und wir haben genug. Für einen Bogen, für einen. Wir würden wahrscheinlich mehrere brauchen, da die Dinger ja auch irgendwann mal kaputt gehen. So. Kohle. Kohle ist immer gut. Kohle ist immer gut. Würde aber echt sagen.
dass gleich eine Stunde dann vorbei ist, dass ich dann erstmal diese Session dann erstmal schneiden werde und in kleine Teilchen setze. Ich weiß noch nicht, wie lang diese so eine Folge dauern wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade große Lust gekriegt, auf jeden Fall mehr zu machen, muss ich ehrlich sagen. 1.9 ist auf jeden Fall eine sehr interessante, genau, Reden. Sehr eine interessante Update. Und es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß inzwischen wieder. Vor allem ist auch für euch zu spielen. Ich habe halt mich auch gedacht, ich werde nie wieder Minecraft spielen auf dem Kanal, weil es keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einfach keine Lust mehr auf Minecraft auf dem Kanal, aber scheinbar komme ich nicht dabei rum. Also in dem Sinne komme ich nicht dabei rum. Es macht einfach Spaß, es ist ein leichtes Spiel, was man aufnehmen kann. Und ja, vielleicht passieren hier auch noch einige Sachen, die recht lustig sind. Ich meine, das mit dem Wächter, dass ich mich da erstmal mega fett erschrocken habe, das ist ja schon mal Nummer 1 gewesen, was ein Blick wert ist. Ich merke gerade, es wird immer dunkler in meinem Zimmer, Anführungszeichen-Zimmer. So. So. Dann haben wir auch schon Kohle, ja, 2 Stacks, das sieht schon mal super aus. Hier ist Wasser. Ich würde aber gerne wieder in diese Minen wieder hinkommen. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob ich da wieder zurückkomme. Muss wahrscheinlich... Ah doch, da oben. Und da bin ich doch, glaube ich... Das ist natürlich scheiße. Nee, das geht nicht. Dafür müssten wir jetzt echt ein Schwert craften. Wir haben ja noch eine Werkbank hier. Dann machen wir das ganz kurz. Ein Steinschwert, das reicht ja. Faden, was wir brauchen können. Okay, hier ist Kohle wieder. Wie sieht es mit dem Eisen aus? Haben wir genug Eisen? Das sind 8 Stück, die dürfen ja für neue Werkzeuge auf jeden Fall genügen. Die ganze Mannschaft hier versammelt sein irgendwo. Pilze, für lecker Pilze, kommen wir auch mit. Den Creeper, den ignorieren wir mal. Hier. Und da ist wieder Eisen. Sehr gut. Können wir natürlich auch so machen, dass wir mal eine Stunde genau aufnehmen. Das ist jetzt auch gleich vorbei. Dass dann jedes Mal, wenn die Stunde vorbei ist, dass ich mich dann immer zurück teleportieren muss. Dass ich dann sozusagen zum Start immer wieder hin muss. Egal wo ich bin, egal wo ich mittendrin jetzt rumhänge, ich muss immer zurück teleportieren. Wäre. So, dann
Müsste ich jetzt nämlich langsam weg. Bei mir ist auch das Essen ausgegangen. So, das machen wir nämlich ganz einfach so. Slash TP. Da machen wir eine 64 hin. Okay. Perfekt. Es ist so dunkel. Okay. So, das heißt, die erste Folge ist dann für den Anfang erstmal zu Ende. Ich schmeiß den Kram hier noch rein. Ein Kohleblock reicht. Dann schmeißen wir den Kram erstmal rein. Vielleicht ist es dann beim nächsten Mal auf jeden Fall gemacht. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen für die erste Session von Minecraft. Mal ein kleines Stündchen mal wieder ein bisschen reinzukommen. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe meine Zeit genossen und mal eine kleine Runde gezockt. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Haut rein.